SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert für die angekündigte Pflegereform eine deutlich bessere finanzielle Absicherung der Ausbildung. Konkret plädiert sie hier für ein Gehalt von 1.700 Euro brutto, das der Bund ähnlich wie bei Polizeischülern auszahlen soll. Für Arbeitslose soll es einen 500 Euro Bonus zum Arbeitslosengeld geben. Sozialminister Wolfgang Mückstein hatte die Bezahlung während der Pflegeausbildung zuletzt als wesentlichen Punkt der Reform im Herbst genannt. Mückstein hatte im APA-Interview im Juli erste Schritte für die lang angekündigte Pflegereform für Herbst angekündigt. Seinen Schätzungen zufolge fehlen bis 2030 rund 80.000 zusätzliche Pflegekräfte. Rendi-Wagner spricht von 100.000 nötigen Arbeitskräften binnen 10 Jahren. Sie warnte in einer Aussendung am Wochenende vor einem Pflegenotstand. Die Ausbildung zur Pflegekraft muss nicht nur gratis sein, sie sollte auch fair entlohnt werden. Ich zitiere hier: Wir müssen junge Leute für den Pflegeberuf begeistern und ihnen den roten Teppich ausrollen, plädiert die SPÖ-Chefin für ein vom Bund finanziertes Ausbildungsgehalt. Als Vorbild nennt sie die Polizeischülerinnen und Polizeischüler. Arbeitslose, die sich für die Pflege umschulen lassen, sollen einen Umstiegsbonus von 500 Euro zum Arbeitslosengeld erhalten. Polizeischülerinnen und Polizeischüler erhalten laut Innenministerium im ersten Ausbildungsjahr 1.765 Euro. Im zweiten Jahr steigt das Gehalt auf bis zu 2.370 Euro brutto für die praktischen bzw. 2.180 Euro für die theoretischen Lehrgangsabschnitte. Rendi-Wagner kritisiert, dass seit der letzten großen Pflegereform vor 10 Jahren nichts mehr geschehen sei und dass Österreich nur halb so viel in die Pflege investiere wie die skandinavischen Länder.